Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von EEP. Heute beginne ich mit der Fahrleitung. Einem Thema, was jetzt bestimmt mehrere Folgen jetzt in Anspruch nehmen wird. Und was auch ein bisschen mehr Konzentration verlangt. Der sitzt exakt mittig auf der Anlagenkante. Ich werde mir ja auch nicht den Stress machen dann mit dem Setzen von Hektometertafeln. Wenn das vielleicht dann auch etwas im Detailgrad besser aussehen würde, aber das ist eine Arbeit, da sitze ich dann ewig und 3 Tage daran. Und jetzt wird es für den Breizen interessant. Muss ich für den Breizen einen anderen Gleisdreh nehmen. Und stellt, dass ich jetzt hier einen normalen Masten hinsetze. Muss jetzt ein Abspannmast eingesetzt werden. Und das nächste wäre dann hier für den Breizen eine Doppelverbindung. Und ein bisschen Gleisschotter kann ja auch schon mal nicht schaden. Da lohnt es sich halt immer zu schauen. Hier steht immer eine Knotenzahl. Und das ist bei mir mittlerweile die Standardeinstellung in EEP, dass ich Anlagen mit 250 Knoten baue. Und jetzt muss ich den noch farblich ein bisschen abdunkeln. Hier dazwischen mache ich jetzt keinen Gleisschotter mehr ran. Kann ja sowieso noch was hören. Gerade die weichen Straßen sind das mit am schwierigsten zu vertraten. Aber das macht man dann halt, gerade die Standardfahrleitung aus EEP sieht halt auch nicht mehr zeitgemäß aus. Ups. Da habe ich wohl gerade einen falschen Masten noch reingesetzt. Eben halt, weil das, man will doch immer so vorbildgerecht wie möglich bauen. Jetzt habe ich hier wieder so einen blöden Gleiswinkel genommen. Ich glaube, da muss ich dann mal einen Weichenmasten noch mit einsetzen. Hier ist ja kein Problem, da werden dann jetzt dann hier halt ein Mast hinter, dann das überspannt. Das wäre zum Beispiel so ein Masten, den könnte man einsetzen, zum Beispiel in dem Bereich hier hinten. Eben halt, weil der durch die Spannweite, eben halt durch die Bauweise,
kann man damit auch ein weiteres Gleis überbrücken. Oder auch einen Bahnsteig. Ja, ich darf hier nicht immer zu weit nach oben mit dem Mauszeiger kommen, sonst springt er immer hier hinterher. Sind alles Dinge, die mir immer Kopfzerbrechen bereiten. Und jetzt würde halt noch ein Fahrdraht eingelegt werden, da von diesem Abspannmasten dann auf den Doppelauslegermasten geht. Dann muss hier halt noch ein Weichenmast hin. Dann so aussieht. In dem Fall halt Drehung entlang der Z-Achse beim minus 5. Und jetzt muss ich den bloß noch zurechtschieben. Gut, das sieht jetzt hier ein bisschen blöd aus, dass sich das hier so überlagert. Jetzt brauchen wir noch den B-Teil für den Auslegermasten, Doppelauslegermasten. Wird immer entsprechend auf dieselben Koordinaten gelegt. Natürlich hat er erstmal ganz andere Koordinaten als sonst. Das ist natürlich im negativen Bereich. Und er hat sich gerade gedreht. Jetzt wird die Fahrleitung eingehangen. Und in dem Fall verbindet er schon automatisch. Aber es ist nicht der passende Gleisstil. Und das war jetzt nur der einfache Part. Schwierig wird es dann im Ausfahrtsbereich mit der Bogenweiche. Das wird dann noch mal eine eigene Aufgabe für sich werden. Jetzt brauche ich hier noch mal einen Doppelauslegermasten. Den Fall hier links, links. Dann noch einer für rechts. Dann brauche ich noch erstmal den normalen Masten. Das dauert, wenn man so seine Weile. Wenn ich auch die richtigen verwende. Man greift ganz schnell immer zum falschen Masten. Und dafür würde ich dann sogar auf Quertragwerke zurückgreifen. Muss ich auch sehen, dass ich die richtige Fahrdrahthalterung nehme. Dann gibt es ja noch diese drehbar gelagerten. Sitzabstand genommen. Ähnlich wie bei den Weichenmasten werden die dann noch passend gedreht. Und die Fahrleitung wird dann hier rüber. Hier wollte ich ja sowieso was. Noch einen weiteren Fahrdrahteinspanner noch nutzen.
Hier haben wir links, links. Zum 180 Grad gedreht, minus 600. Sagen wir mal hier minus 9. Und hoffen mal, dass von den... Natürlich, er hat sich mit dem Zaun verbunden. Das war jetzt mal wieder typisch EEP. Mit dem nächstliegenden Spline verbunden. Das macht es auch in höheren Versionen. Also von daher, also wer EEP 7, EEP 8 oder EEP 12 hat. Oder auch die ganz alten EEP-Versionen noch hat, wie 2.43. Da passiert das ja auch. Eben halt, weil EEP halt in dem Fall nicht unterscheiden kann, ist es nun eine Oberleitung oder ist es jetzt eine Waldkulisse. Für EEP sind das alles halt Wasserwege. Deswegen ist auch in EEP ohne weiteres möglich, eine Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite mit einem Normalspurgleis zu verbinden. Und der Zug fährt trotzdem weiter. Das passiert auch mal eben gern. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Zum Ende der Aufnahme vergesse ich, was ich machen will. Wow. Das war jetzt... total pur in AFK. Ja, ich hab doch... Da drückt man die falsche Taste mit und schon macht er wieder Ärger. Hier kommt noch etwa ein gesonderter Mast rein. Ich hoffe mal, dass er mir auch nicht gleich wieder an die... an den Hals springt, nur weil ich die feinen Werte eingetragen habe. So, und obwohl ich den hier verkehrt rum eingesetzt habe, passt er auch. Fast. Jetzt haben wir hier eine schöne parallele Drahtführung. Inklusive in einem Wechselfeld. Mal weil das Base-Gleis ist denn das? Na gut, lass mal erstmal so. Wechselfelder an sich zu bauen ist auch immer so eine Aufgabe für sich. Und hier ist jetzt wieder so ein Höhenunterschied. Wenn man jetzt mal hier schaut. Das sind 34 cm. Aber die Fahrleitungen, wenn man jetzt so eine Fahrleitung verwendet, dann sollte man in den Einstellungen Triebfahrzeug benötigt, Oberleitung oder Stromschiene jetzt hier den Haken drin habe und jetzt eine E-Lok einsetze. Gehe ich mal hier in das Fahrmenü. Also ich will jetzt losfahren. Hier sieht man auch Geschwindigkeit 219. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Kann jetzt auch den Stromabnehmer jetzt mal heben. Wäre jetzt hier eine normale EEP-Verleitung, würde die Lok losfahren. Aber dadurch, dass hier dafür müsste aber entsprechend hier der Haken gesetzt sein, dann schießt die erstmal los und danach schaltet die ab. Und rollt. Machen wir jetzt den Haken raus, fährt die trotzdem weiter. Jetzt muss ich erstmal wieder die Fahrleitung entfernen.
Es steht auch bei vielen Anlagen, die man sich zum Beispiel runterladen kann, und bei vielen kaufbaren Anlagen. Da steht das immer in den Hinweisen mit drin, welche Einstellungen man aktivieren sollte und welche besser deaktiviert bleiben sollen. Als automatische Weichen aufschneiden, das sollte man immer drin lassen. So. Bisschen Schotter noch verteilt. Einmal hier noch ein paar Thumbnails machen. Alles halt für den. Ich mache ja mittlerweile die eigenen Thumbnails. Aber ich bin wirklich am Überlegen, das Design ein bisschen zu verändern. Manche dieser Zugverbände, die baue ich immer nach Vorbildern nach. Könnte ich mal zeigen, wie das geht. Und dafür habe ich auch eine spezielle Anlage. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Das mache ich mal in einem gesonderten Part. Damit ist erstmal der Part hier vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschalten würdet. Und bis dahin. Tschüss und ja, bis zur nächsten Folge.